Nein, ich habe die falsche angeklickt. Nein. 2000 Dollars. Ah. Toll, das kann ich mir später nochmal ein Seaweed besorgen. Nur, nee, alles. Was ist das? Cancel Quest, ja, Cancel Quest. Alles klar. Wollen wir mal weiter schauen, was habe ich denn noch drauf? Ah ja, genau, ich hätte ja auch hier noch. Das ist wieder Marine. Ich glaube, das ist Jody, die will aber nicht mit uns sprechen, weil wir das Seaweed dann jemand abends gegeben haben, wahrscheinlich. Haben wir hier, das ist schön Henry. Ja, nee, Pierre. Gut, das ist der Inhaber dieses Jobs, scheint so. So, mal hier. Okay, und wer ist das? Ach, das ist Caroline. Scheint die auch so eine Art Kirche zu sein. Altar von Joba. Sehr multifunktionell, aber ich würde jetzt dann erstmal. Noch zurück nach Hause gehen und dann den nächsten Tag einbrechen. Morgen regnet es ja, also werden wir nicht. Fishing Level 1, richtig, man kann die einzelnen Skills ja auch noch aufleveln. So besser man ist, desto besser reißen die Fische und man ist halt auch besser. Oh, es regnet. Wie gesagt, wenn es regnet, muss man nicht. Na, so. Richtig angeordnet. Muss man nicht. Was war das? Gießen. Gut, so, mal hier weiter. Und ihr wachst und gedeiht. Okay, was gibt's heute zu tun? Was habe ich denn noch für Aufgaben? Ich muss immer noch mich mit weiteren 12 Leuten bekannt machen und ich muss immer noch die Ernte einfahren. Aber das mit der Ernte einfahren wird noch etwas dauern. Mal sehen, was haben wir denn für einen Tag. Heute ist Wednesday, also Mittwoch, der dritte. Okay, und am Sonntag hat Louis Geburtstag. Was haben wir da? Egg Festival. Vincents Geburtstag. Am 10. Spring. Gut. Wollen wir mal schauen. Dass wir noch ein bisschen Geld einfahren, das heißt, kann ich. Was ich. Wir brauchen noch Holz und Stein. Angeln oder weiter die Farm aufräumen? Wohl. Na, ist recht, es ist ja nicht so viele Leute unterwegs sein, um die kennenzulernen. Das wird ein bisschen schwierig. Was ist das denn? Wildwuchs? So, Wildwuchs weg. Wollen wir mal ein bisschen weiter die Farm aufräumen? Das ist wahrscheinlich besser. So, ein bisschen Holz und Stein. Schadet nicht. Und so. Was haben wir denn noch für Rezepte? Campfire. Wir haben keine neuen Rezepte bekommen.
Mixed Seed, die könnte ich ja eigentlich auch mal anbauen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Zack. So. Gehen wir da zum Pier. Okay. Bisschen die Angelrute schwingen. Es ist halt am Anfang noch nicht so viel Interessantes, so Möglichkeiten. Also nicht so viel Interessantes zu tun. Außer man versucht halt etwas an Geld ranzukommen und sich größere Taschen zu besorgen. Das übliche halt. So. Später geht das dann noch in einen in die Mine. Das wird dann halt wieder ein bisschen mehr interessanter. Mal schauen, wie tief wir da runterkommen können. Das ist auch ein Feature, was es in diesem Spiel gibt. Truhen. Oder Schätze, die man beim Angeln findet. Man muss dann halt gucken, dass man. Oh Gott, so viele Geräusche. Unheimlich. Man darf den Fisch halt nicht von Angel verlieren, aber gleichzeitig muss man da oben die Truhe einsammeln. Was uns dann noch schwierig ist. Ich versuche ihn mal kurz zu fangen und dann. Ah, verdammt, was mache ich denn da? Ich hatte das Gefühl, mit dem Gamepad ging das einfacher als Spiel. Gab es jetzt halt mit Auslassatur. Und das war natürlich. Es kann ziemlich schwierig sein, wenn man sich dumm anstellt. Aber es können sehr gute Sachen bei rauskommen. Was haben wir denn? Eine Yola-Cola. Ein Gegenstand, um unsere Energie aufzufrischen. Ich glaube, die reichen mal auf. Bringt zwar nur 13 Energie, aber die kostet normalerweise einiges im Markt. Oh, mal schauen, hier gibt es keine Kiste. Wahrscheinlich besser so, dann komme ich wenigstens an den Fisch. Ein 9 Inches langer Herring. Jetzt gefangen. Oh, eine Sardine. Ein Inch. Aber ich hätte jetzt mal die Yola-Cola trinken. So. Plus 13 Energie. Machen wir wieder ein bisschen mehr angeln. Yay, angeln. Wenigstens ist das Angeln hier ein bisschen spannender als in anderen Spielen. Ein bisschen. Oh, eine Kiste. Ja, das ist natürlich schon sehr gut weiter hoch, ja, genau. Kann ich nicht beides machen. Oh, schnell, 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 ich bist du damit. Ah, verdammt. Ah, ich bin. ich hab das sonst immer mit dem Gamepad gespielt. Und mit dem Gamepad war das irgendwie aus irgendeinem Grund einfacher, die Taste zu drücken, als jetzt zum Beispiel mit der Maustaste. Eigentlich sollte jetzt keinen Unterschied machen, aber aus irgendeinem Grund kam ich halt mit dem Gamepad besser klar. Das Gamepad ist nur gerade bei meinem Bruder.
Deshalb mache ich halt die Aufnahme jetzt mit der Maus, das ist so, weil immer wenn ich aufnehmen möchte, ist das Gamepad bei meinem Bruder und wenn ich das Gamepad dann habe, dann komme ich irgendwie nicht zum Aufnehmen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal gesagt, shit happens. Ich nehme jetzt auch so auf. Was haben wir denn da? Eine zerbrochene CD. Ja, Schrott, kann man direkt wegschmeißen. Mit diesen Geräuschen auf sich hat, ich habe keine Ahnung, es hört sich wie Wahlgesänge an, aber wir haben es ja auch schon am Bauernhof gehört, also ich habe keinen Plan. Ein Hering. Okay. Was gibt es denn noch zu diesem Spiel zu sagen? Es ist ein Ein-Mann-Projekt, so wie ich das verstanden habe. Eine Person hat an diesem Programm gearbeitet, an diesem Spiel. Und, oh, Seaweed. Ja. Und, dafür ist es eigentlich ziemlich gut geworden. Es hat einen Multiplayer-Modus, soweit ich weiß, oder es hat noch keinen Multiplayer-Modus. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, ob das noch... Es wird auf jeden Fall einen Multiplayer-Modus geben, wurde gesagt. Ich bin da aber auch noch nicht auf den ganz neuesten Stand. Vielleicht könnt ihr mir da mehr sagen, ob es dazu noch einen Multiplayer-Modus geben wird oder ob es den schon gibt. Mal für eine Person. Oh, ein Rekord. Eine 5 Sardine, eine 5 Inches Sardine. Nee, auf jeden Fall, ich weiß es nicht ganz genau, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand, was das Spiel angeht, ob es noch einen Multiplayer-Modus gibt oder ob man schon in Multiplayer spielen kann. Da könnt ihr ruhig gerne mal in die Kommentare was dazu sagen. Oh Gott. Jetzt aber. Ja, das ist so. Was mache ich denn jetzt da? So, zack, raus damit. Wieder ein Hit. Das scheint wieder ein leichter Fang zu sein. Was haben wir da? Oh, ein Hering, 12. Aber kein besonders von der hohen Qualität. Von der hohen Qualität. Das ist natürlich schade. So, was haben wir da? Eine Anchovy. Ah, da ist ja unser Freund, der Fischer. Macht zwar gerade den Laden zu, aber wir können auch das Ganze in unserer Truhe packen. Gut, das in unserer Truhe am Bauernhof. Da können wir unsere Sachen auch verkaufen, auch den Fisch. Müssen nicht unbedingt immer beim Händler, also beim Fischermarkt, beim Fischmarkt am Strand verkaufen. Da sind wir ganz unabhängig von den Öffnungszeiten. Können wir auch gleich mal sehen, wie das mit der Truhe überhaupt funktioniert.
Das ist ganz prinzipiell ganz simpel. Öffnet die Truhe. Und jetzt packt die Sachen, die man verkaufen möchte, rein. Werkzeug kann man nicht verkaufen, logischerweise braucht das Werkzeug ja. Gut. Der Rest sieht in Ordnung aus, diese Saat. Gut, wollen wir noch ein bisschen Holz hacken, weil überschüssige Energie und noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja 46 abends. Kann man die Energie nutzen, um noch ein bisschen Holz zu hacken. Und den Bauernhof etwas aufzuräumen. Die Steine auch erstmal weg damit. Das ja, besser. Besser. Ach, den Stein wollte ich nicht gießen. Okay. Oh, eine Geode. Und Kohl. Eine Geode. Kann man beim Schmied öffnen lassen und dann kann da und die können da unterschiedliche Dinge drin sein. Wie jetzt zum Beispiel unterschiedliche Erze oder Mineralien. Okay, das ist kurz und knapp. Okay, alles klar. Ich bin jetzt exhausted, ausgelaucht. Das heißt, ich sollte mich ins Bett begeben. Wir haben auch 8.20 Uhr abends. Das bedeutet aber auch, dass ich jetzt gleich die Aufnahme beenden werde, weil der immer, wenn ich schlafen gehe, dann am nächsten Morgen speichert. Und das ist die perfekte Möglichkeit, die Aufnahme zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt schon ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ich bin noch in der Lernphase, wie gesagt, und das wird sich jetzt auch noch über Wochen ein bisschen ziehen. Mal gucken, wie sich mein erstes Let's Play so entwickelt. Vielleicht kann man ja eine sehr positive oder vielleicht auch eine negative Entwicklung sehen. Schreibt dazu was in den Kommentaren, ob ihr ob ihr mehr sehen wollt, ob alles bis jetzt so eure Zufriedenheit läuft oder auch nicht. Also Verbesserungsvorschläge sind auch sehr gern gesehen. Werde mich dann versuchen daran zu halten, möglichst, wenn ich da einen Sinn hinter sehe. Ansonsten Geld 287G. Okay. Das war's dann mit der Aufnahme. Er speichert und tschüss.